Ja, hier ist wieder der Punkt mit seinem Let's Play von Driver Parallel Lines. Im vorherigen Part haben wir erfolgreich die Drogenkuriere ausgeschaltet. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder in die Wohnung. Werden angerufen. Ich habe was gegen Bishop in der Hand. Der Scheißkerl scheint unantastbar zu sein, aber ich habe mir was überlegt. Ich schicke dir gleich mal was rüber. Jetzt haben wir natürlich hier auf unserem PDA wieder ein paar Missionpunkte mehr. Insgesamt haben wir jetzt 4 Stück. Heißt also, wir haben die freie Wahl. Ja, mal gucken, was würden wir denn jetzt oder was können wir denn jetzt mal am besten nehmen? Bombenstimmung. Ja, das klingt doch auf jeden Fall schon mal sehr explosiv. Reminator. Oh, das klingt eigentlich ganz lustig. Ich denke mal, das werden wir jetzt mal machen. Ein Hinterhalt, nichts wie weg. Ja. Hallo. Boah, die Waffe ist ja mal gar nicht gut hier, ey. Natürlich ganz gut, dass ich hier ohne Fahrzeug bin. Oh. Mein Gott, wie viel Energie haben die denn? Ja gut, das ging sehr schnell. Ein Hinterhalt, nichts wie weg. Ich stürme jetzt hier einfach durch. Mal gucken. Okay, das... Ja, wie kann man nur so blöd sein? Ja, einsteigen. Danke. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier auch schnellstmöglichst wegkommen. Oh. Ich glaube, so war das aber auch nicht geplant, dass man diese Mission ohne Auto startet. Muss ich mir mal für Zukunft merken, dass man... Ah, so, das war ja einfach. Das waren keine Amateure. Was ist hier los? Nee, so wie die drauf waren, waren das echt keine Amateure. Ach, und jetzt ist da wieder eine Mission. Ja, natürlich. Okay. Okay, ich habe wieder volle Energie. Na gut. Dann können wir ja auch wieder hier easy hingehen und die Mission dann nochmal starten, oder? Wie ist das zu verstehen? Ah, das sieht doch schon besser aus. Okay, Slinky ist zurzeit total paranoid. Und wenn wir ihm schaden wollen, müssen wir schlau sein. Ihm gehören 3 Pornoläden, die alle pflückreif sind. Sie sind 1A gesichert und da ein Überfall auf alle 3 gleichzeitig nicht in Frage kommt, ist ein schnelles Fahrzeug die beste Alternative. Der erste Shop in der North Bronx ist kein Problem, aber wir können uns um die anderen beiden erst kümmern, wenn der Ball rollt. Überlass das mir, ich melde mich wieder. Okay, zerstöre Slinks Pornoläden. Das ist der einzige Punkt. Und da hast du sie. Mein eigenes Werk. Wunderschön. Und noch dazu gepanzert. Bring sie möglichst heil zurück. Die Teile haben eine Stange Geld gekostet. Uiuiui, ja. Der Wagen sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Okay, wir haben 1:30. Ach Gottchen. Um dorthin zu kommen. Das wird knapp. Erstmal hier wieder mit der Steuerung da vertraut machen. Der Wagen, er ist ja doch eine. Nicht vergessen, je mehr Tempo, desto leichter wird sein. Viel Spaß. Danke. Vielen Dank. Aber mit Tempo ist hier jetzt mal gerade gar nicht zu geizen, wa? Okay, so. Am besten wäre natürlich, wenn wir auch nicht schießen müssten. 50 Sekunden haben wir noch. So, ja, perfekt. 40. Ich bin doch schon da, was hast du denn? Was wollen die denn? Oh, was machen die denn da? So, haut mal ab hier.
das ist jetzt schlecht. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Erster Laden zerstört, aber ich komme nicht mehr raus. Ja, ganz toll. Das ist natürlich jetzt mies. Kann ich die Mission neu starten? Ja, super. Also eigentlich starte ich ja nie Mission neu, aber das war ja jetzt eigentlich schon ein Bug. Oh Mann. Weil ohne den Wagen werde ich wahrscheinlich nicht weit kommen. Nicht vergessen, je mehr Tempo, desto leichter wird's sein. Viel Spaß. Weg, 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 komm. Hau, Leute, haut ab. Na, jetzt kann ich hier wieder mit Vollgas da reinpreschen. Und jetzt weiß ich ja auch, wie das denn so halbwegs funktioniert. War gar nicht so schwer. Ich bin doch schon da. Ja, mach mal keinen Stress hier, Opi. Was ist das denn? So, erster Laden zerstört. Das war knapp. Zerstöre den zweiten Laden. Wow. In einer Minute. Wie soll ich denn das machen? Ich habe zwar einen schnellen Wagen, aber ich kann nicht fliegen. Also in dem Wagen möchte ich aber auch keinen Unfall bauen. Weil so... Och, Leute. Fahrt doch einfach in den Weg. Ach, und so eine blöde Laterne, ja? Die sonst nie Probleme macht, wird mir jetzt zum Verhängnis. So, komm. 15 Sekunden. Zweiter Laden zerstört, das ging schnell. Auf jeden Fall sehr schnell. Okay, aber der ist wenigstens nicht ganz so blöd weit weg. Sondern noch so, dass man auch wirklich was machen kann. Aber nur 30 Sekunden, Alter. Okay, so, nächster Laden. Versuchen wir mal unser Glück. Ja, ich passe immer noch auf die Rollgitter auf. Was? Och nö. Jetzt bin ich hier auch noch weg. Ja gut, immerhin. Wir haben 100 Energie. Boah. Das war ja dann doch noch machbar. Und gut, dass es hier so ein Checkpoint-System gibt, weil... Es wäre sonst sehr mies, wenn wir da jetzt, wieder alles von vorne machen müssten. Boah, das wäre so fies. So, wenn man nämlich von hier reinfährt, kann man nämlich so zack, zack, zack machen. Boah, doch schon zerstört. Ah. Aber ich bin doch hier mit dem Superwagen unterwegs. Der ist doch schnell, oder? Hab ich gehört. Da kann man bestimmt prima da reinfahren dann. Wow! What the? Okay, das war wohl eine ganz gute Methode. Nein, scheinbar doch nicht. War nicht schnell genug, der Wagen. Was soll das denn, ey? Warum ist der nicht schnell genug gewesen? Häng dir vom
Das würde ich ja gerne tun, aber irgendwie will das gerade gar nicht so, wie ich das möchte. Die gehen auch nicht kaputt, ne? Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass sie irgendwie Schaden kriegen. Wo sind die denn? Bin doch schon hier mit dem Mega-Flitzer unterwegs und... Och, nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, dann rasen wir jetzt mal hier lang, mal gucken. Na komm, wann ist der denn endlich abgeschüttelt? Man hat einen Supersportwagen, ja? Und was ist... Ey, der kann doch gar nicht mehr so viel Energie haben. Das ist doch jetzt schon Schikane. Und jetzt schießt er auch noch, ist klar. Sicher, genau. Na, also irgendwie dauert das jetzt wieder alles länger als... Hallo? Und ich kann ja nicht nach hinten schießen, das ist ja das Beste. Einen Energie, einen... Ja komm, geh kaputt. Wie viel Energie hat der denn noch? Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Zerstör den dritten Latten. Oh. Da ist man schon durch den Park gedonnert, ja? Also das ist irgendwie jetzt gerade mal gar nicht meine Mission. Ja, ich brauche kein Tempo. Ich werde hier einfach nur... Och, Leute. Ein Pixel. Okay, so. Dann fahren wir jetzt wieder da rein. So, jetzt noch einmal da rein. Alter, so, das war's, nichts wie weg. Sehr schön. Okay. Ja, perfekt. Das darf nicht wahr sein. Nicht dein Ernst, oder? Ist das buggy? Sowas hasse ich ja, ne? Also, sorry, aber da habe ich irgendwie kein Verständnis für. Zack und... Schon haben wir sie abgehangen. Warum bin ich nicht sofort ausgestiegen? Ja, so langsam müsste aber auch mal... Du hast sie abgehangen, komm. Oh, da war Wasser. Ich wusste gar nicht, dass man vom Wasser... Ja, wann... Wann sind die denn abgehangen? Wie weit muss ich noch laufen? Ja, jetzt. Erledigt. Du hast alle Pornoläden von Slinks zerstört. Ja, das ist doch mal was. Auch wenn wir... Okay, jetzt haben wir wieder volle Energie. Das ist doch mal ganz nett. Nee, will ich eigentlich nicht. Aber gut, die Mission haben wir geschafft. Wir fahren jetzt oder porten uns jetzt wieder zu unserem lieben Zuhause. Dort. Ja, man muss dann natürlich auch die richtige Taste drücken. Nämlich so. Und dann sind wir auch schon da und wir speichern das Spiel. Ich würde sagen, bis später. Der Pump.